Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du da drauf geklickt hast. Ich bin heute in Prag und ich zeige euch nicht nur das Hotel, sondern auch meine persönlichen Hotspots, die mir in Prag ganz besonders gut gefallen haben. Also dranbleiben. Heute läuft das Video ein kleines bisschen anders ab. Normalerweise ist es nämlich so, dass ich immer am Ende der Videos meine Fazits gebe. Aber heute schon zwischendurch, denn es ist gar nicht so einfach, dieses Hotel zu bewerten. Erstmal vorweg, ich habe mich für dieses Hotel entschieden, weil es ein Hotel ist, was in der Global Hotel Alliance ist. Das sind also die besseren 5-Sterne-Häuser in einer Verbindung sozusagen, in einem Punktesystem auch. Und habe gesehen gehabt, dass dieses Hotel sehr schlechte Bewertungen hat. Und deswegen dachte ich mir, okay gut, Prag ist sowieso mein Ziel, also gucke ich mir auch mal das Hotel an und überprüfe mal die negativen Bewertungen. Gehen wir doch mal einfach mal die Runde durchs Zimmer. Ich habe mich für die Kategorie Deluxe Suite entschieden, denn damit habe ich auch Zutritt zum Executive Club im 22. Stockwerk. Und hier im Zimmer sieht man schon eine schöne Aufteilung zwischen Wohnbereich und Schlafbereich mit Gäste-WC und Badezimmer. Im Badezimmer fehlt mir persönlich eher die Dusche. Dafür gab es hier eine Badewanne mit Whirlfunktion. Und zum Bett kann man sagen, war super bequem, super neu gefühlt. Also es war richtig toller Schlafkomfort. Die Optik von Zimmer ist eher ein bisschen bieder, also eher nicht modern, sondern eher klassisch. Das Haus ist ja auch schon älter. Deswegen darf man sich ja auch kein modernes Zimmer erwarten. Der Blick natürlich ist sagenhaft, finde ich. Das macht natürlich schön. Du kannst die Vorhänge nachts offen lassen und hast die Skyline von Prag. Sehr schöner Blick gewesen. Beim Frühstücksbuffet ist sicherlich alles vorhanden, was man, glaube ich, möchte beim Frühstück. Die Atmosphäre ist im Restaurant unten im 2. Stock sicherlich eher ein Kantinenflair. Und auch die Wurstauswahl, das Wurstsortiment war gar nicht mein Geschmack. Es waren alles so Pressschinken, es waren keine hochwertige Wurstwaren. Auch bei dem Brot war alles sehr basic. Also für ein 5-Sterne-Haus kann das Frühstücksbuffet nicht mithalten, auch wenn es einen Orangensaft-Service am Tisch gegeben hat, jedoch schmeckte der Orangensaft eher wie einen Instant, der vorher angerührt worden ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber es hat zumindest so geschmeckt. Definitiver Pluspunkt ist dagegen die Executive Lounge. Dieser Club ist eben gewissen Zimmerkategorien vorgehalten und befindet sich im 22. Stock. Dort gibt es vom Frühstück, Lunch bis Dinner immer verschiedene Speisen, wobei Lunch und Dinner eher so diese Tapas, so Kleinigkeiten sind. Es gibt die ganze Zeit über Candies, süße Sachen, herzhafte Sachen, Oliven, Käse, Getränke, also alkoholisch und nicht alkoholisch. Es gibt eine Happy Hour, wo auch Cocktails gemacht werden, also wirklich eine große Auswahl und alles ist inklusive. Einige Gäste haben sicherlich auch die Executive Lounge oder Club genutzt, um natürlich Mittag und Abendessen dort einzunehmen. Also es spricht auch nichts dagegen zu sagen, hey, bevor ich jetzt im Restaurant esse, esse ich oben halt einfach mal ein bisschen mehr von den Tapas und dann habe ich eigentlich auch schon mein Abendessen hinter mir. Eigentlich eine gute Idee. Ich selbst habe natürlich die ganzen Restaurants einfach mal durchprobiert, um zu sehen, was eben hier auch so drin ist. Zum einen gibt es das Grill Restaurant, dort gibt es Pizza, Steaks, einheimische Gerichte. Ich habe da einmal ein Tartar gegessen, ich habe da ein Steak gegessen. Am nächsten Tag hatte ich eine Pizza und als Vorspeise hatte ich eine Terrine. Es war alles tipptopp in Ordnung. Mein Nachbartisch hatte dann auch so ein Gulasch, ein böhmisches Gulasch mit Knödel. Also auch sehr lecker ausgesehen, geschmacklich alles toll. Super viel Service auch, also man hat nie lange warten müssen. Sehr aufmerksam, sehr freundlich. Das zweite Restaurant war eher so thailändisch-indisch-Küche, sehr lecker auch, sehr zuvorkommender Service, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein sehr kleines Restaurant ist, ich glaube, das hatte vielleicht 15 Tische und die Bedienungen waren sehr, sehr nett und auch alle hier im Haus sprechen Englisch, sogar ein paar Deutsch
und war tipptopp. Sicherlich auch ein Punkt, warum ich mich hier auch sehr wohl fühle, ist natürlich die Guest Relation Management. Schon beim Check-in wurde ich von der Guest Relations Managerin begrüßt. Die hat mich aufs Zimmer begleitet, hat mir alles erklärt und auch als ich sie im Aufenthalt zwischendurch im Flur getroffen habe, also in der Lobby, hat sie mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube aber, dass es nicht bei allen Zimmerkategorien üblich ist, deswegen nagelt mich bitte nicht fest, sondern es könnte sein, dass es tatsächlich erst ab den höheren Suiten sozusagen ein Service ist. Meine Tipps sind natürlich auch das Thema City. Also ich habe natürlich eine Stadtumfahrt gemacht, die hat mich so, glaube ich, 14 Euro gekostet, ging 2 Stunden mit dem Stop auf der Burg. Mir war klar, als ich gelesen habe, Stop auf der Burg, dass es ein Stop auf der Burg ist und ich kann mit Sicherheit nicht in die Burg gehen. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viele Trips mache und in der Regel solche Stops immer viel zu kurz sind, um irgendetwas dort vor Ort zu machen. Es hat gereicht für ein kleines Video, eine kurze Pause in der Sonne, vielleicht noch was zu trinken. Aber plant bitte auf gar keinen Fall ein, die Burg dann in dieser Zeit zu besichtigen. Das wäre nicht realistisch und auch nicht möglich. Ihr habt auch die Schlange gesehen, die ist relativ lang gewesen. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass man eben sagt, hey, okay, gut, ich fahre die Tour mit bis zur Burg und steige dann aus und fahre dann zurück mit dem Taxi oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch noch eine Option, die natürlich möglich ist. Die würde auch beim Aussteigen, wird einem gesagt, wenn du nicht pünktlich zurückkommst, dann bist du damit einverstanden, dass du eben auf der Burg verweist. Hin bin ich mit Uber gefahren. Den Uber-Service kennen ja vielleicht einige. Es gibt den Uber Basic, das ist dann sozusagen mit normalen Autos, und Uber Black. Die Fahrt vom Hotel in die Altstadt hat ungefähr 200 Kronen gekostet. Und ich dachte mir, auf den Rückweg testen wir doch einfach mal die Taxifahrer, denn hier heißt es ja, dass die Taxifahrer die Touristen so ein bisschen über den Tisch ziehen. Und ich dachte mir einfach, komm, das probieren wir jetzt mal aus. So schlimm wird es nicht sein. Naja, die gleiche Fahrt hat mich dann zurück über 800 Kronen gekostet. Man muss sich vorstellen, Uber Black, das Limousinenservice, der ist normalerweise schon bei uns doppelt so teuer wie ein Taxi. Nur so mal als Gefühl. Doppelt so teuer wie ein Taxi hat 200 Kronen gekostet. Das ist das Verhältnis bei uns in Deutschland. Und dann fahre ich mit einem Taxi zurück und das hat mich über 800 Kronen gekostet. Leute, das ist mal ganz krasse Abzocke. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ich wollte mir das mal geben und wollte wirklich gucken, wie schlimm ist es tatsächlich vor Ort. Und ich sage euch, fahrt auf gar keinen Fall mit dem Taxi. Es gibt ganz, ganz viele Tipps im Internet, wie du das alles vorbeugen kannst, vorher den Preis festlegen und so weiter und so fort. Lasst es einfach. Ihr habt alle ein Smartphone, ihr könnt alle die Uber-App, ich verlinke die euch unten einfach mal, ihr könnt die alle installieren. Es gibt mit Uber Basic, da hätte die Fahrt irgendwie 100 Kronen gekostet. Also wir reden hier von dem fast 8-fachen. Leute, das geht gar nicht. Also Finger weg davon. Ich bin jetzt gerade beim Mittagessen, hat mir ein typisches Gericht bestellt mit böhmischen Schnitteln und Gulasch. Und ich liebe es ja, immer am ersten Platz der Stadt zu sein. Also sozusagen die Touri Front Row. Auch wenn alle immer sagen, in den Seitengassen und in den nächsten Straßen ist es ein bisschen billiger. Aber ich bin im Urlaub, ich möchte das Treiben der Menschen sehen. Ich lasse mir jetzt einfach mal schmecken. Wir sehen den Eingang zum Sexmuseum. Ja, es gibt ein Sexmuseum in Prag. Und da werfen wir einen ganz, ganz kleinen Blick hin. Da natürlich nicht alles, weil jetzt heute natürlich einfach mal vorbeischauen. Einfach vorbeigehen, irgendwie zu 10 Euro Eintritt umgerechnet. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Amüsant, vielleicht auch ein bisschen verstört. So, mit einem Starbucks mache ich mich jetzt langsam wieder zurück ins Hotel. Noch ein bisschen Wellness machen. Habe jetzt schon meinen ersten Eindruck gemacht und werde mir überlegen, ob ich morgen noch mal in die Stadt fahre oder ob ich morgen einen Wellness-Tag mache. Gute Frage, oder? Zu Prag ist definitiv sehenswert. Ich habe hier alles, was ich möchte. Ich kann hier Kultur machen, ich kann Museen besuchen, ich kann hier auch Shopping machen. Ich habe hier die High Luxury Labels von Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Philipp Klein, es ist alles da. Und ich kann da auch schön verweilen, weil das alles in einer Straße ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie von A nach B. Ich kann durch die Altstadt schön zu Fuß gehen. Ich muss jetzt nicht irgendwie großartig mit Bus oder mit Taxi fahren. Also mit Uber in dem Fall, nicht Taxi. Und auch die City-Touren sind sehr interessant. Die Geschichte von Prag ist gigantisch. Ich habe selten eine Stadtrundfahrt gemacht
und so viel gesehen und gehört wie jetzt in Prag. Das bedeutet aber auch, man sollte sich im Vorfeld klar sein, was interessiert mich? Möchte ich die Geschichte von Prag sehen? Möchte ich vielleicht die Kirchen mir angucken? Möchte ich die Museen angucken? Also ihr hört, es ist richtig, richtig viel Themen da, um in Prag alles zu sehen und zu erleben. Und ich war jetzt hier 3 Nächte, war gar nicht möglich. Ich habe einen Tag Wellness gemacht, einen Tag war ich irgendwie Shopping, einen Tag war ich in der City. Ja, mehr geht gar nicht. Also man muss sich im Vorfeld definitiv Gedanken machen, was ich möchte. Cool. Solltet ihr euch für mein Hotel hier entscheiden, dann bucht auf gar keinen Fall die günstige Zimmerkategorie, sondern gönnt euch schon eher eine höhere Kategorie, denn dann hast du auch das 5-Sterne-Feeling. Also durch diesen Executive Club und durch den Guest Relations Service hast du ein 5-Sterne-Hotel-Feeling. Ich glaube, wenn du eines der billigsten Kategorien nimmst, wo auch das Bar und alles nicht inklusive ist, dann wirst du mit Sicherheit auch das Problem haben, dass du dich nicht so wie in einem 5-Sterne-Haus fühlst. Geld wechseln kannst du dir eigentlich sparen. Ich habe 50 Euro gewechselt. Logischerweise kostet das überall Gebühren und der eine mehr, der andere weniger, aber alle nehmen sie Geld von dir. Ich habe es eigentlich gar nicht gebraucht, außer für ein Getränk am Stand, und da hätte ich auch in Euro zahlen können. Das heißt, ich hätte, selbst wenn der mir jetzt einen schlechten Euro-Kurs gegeben hätte, wäre es billiger gewesen, die 2 Getränke da mit Euro zu bezahlen, als die Wechselgebühren in der Stube. Alle nehmen Kreditkarte, also selbst das Ticket für die Stadtrundfahrt konnte ich mit der Kreditkarte zahlen. Also spare ich mir doch einfach die Wechselgebühren der Stuben. Ja, das Spa hier im Haus ist natürlich am 25. Stockwerk echt schön. Schade, dass der Pool geht jetzt nicht bis ganz vor zur Scheibe, sonst wäre natürlich der Blick noch gigantischer gewesen, sondern es ist halt einfach nur in der Mitte vom Raum. Das Spa-Bereich prinzipiell ist etwas klein, aber es ist auch ein City-Hotel. Man darf es jetzt nicht mit einem Wellness-Hotel vergleichen. Es ist ein Stadthotel, nebenan ist ein Conference-Center, hier sind sehr viele Business-Leute und dementsprechend ist natürlich das Barbereich jetzt auch nicht wie in einem Wellnesshotel so groß. Was ganz wichtig ist, was vielleicht für die Pärchen unter euch interessant ist, zumindest für die heterosexuellen Pärchen, das Bar ist getrennt zwischen Männern und Frauen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt in die Sauna wollt oder ins Dampfbad, dann ist es so, dass die Männer einen eigenen Bereich haben und die Frauen einen eigenen Bereich. Das ist sicherlich für Pärchen, die irgendwie einen Wellnessurlaub machen wollen, nicht ganz so gut gelöst, weil man ja eigentlich auch im Ruhebereich dann gemeinsam Zeit verbringt will oder auch in der Sauna. Das ist ja was so, jetzt wisst ihr es, das könnt ihr euch darauf einstellen. Ansonsten ist der Spa-Bereich dadurch, weil er nicht so groß ist, auch relativ gut besucht. Ich hatte einmal das Problem, dass keine Liege frei war, dann bin ich erstmal schwimmen gegangen und dann war ich so lange halt im Pool, bis eine Liege frei geworden ist. Zum Glück hat es nicht ganz so lange gedauert. Ich hatte auch eine Wellness-Behandlung, also eine Massage, die war sehr, sehr gut. Jedoch, das Ambiente war wirklich eine Katastrophe. Dieser Raum lag am Flur zu den Saunen und zu den Dampfbädern. Das bedeutet, jedes Pärchen, was sich in diesem Flur verabschiedet hat und einen Termin, also gesagt hat, wir treffen uns dann da und da, das hat mich auf meine Liege gehört. Ebenso, wenn dann im Nebenraum irgendwie Wasser aufgedreht worden ist, ich glaube, da war eine Dusche oder was, habe ich im Zimmer der Massage das Rauschen gehört und auch die Nachbartür, das war der Durchgang zum Wellnessbereich, die habe ich immer gehört, wenn die ins Schloss gefallen ist. Also ich konnte mich nicht wirklich entspannen. Das fand ich sehr, sehr schade. Das ist definitiv ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, spart euch das Geld, macht keine Massage hier im Hotel, denn das wäre rausgeworfenes Geld. Ihr könnt einfach nicht entspannen. Puh, das waren jetzt ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Ich hoffe, ich habe für euch wirklich so das Wichtigste zusammengefasst. Wenn was fehlen sollte, schreibt mir einfach. Ich versuche auch, alle Nachrichten zu beantworten. Ebenso folgt mir gerne auch auf Instagram. Ihr wisst, da seht ihr in meinen Insta-Stories immer alles ganz live und könnt dann auch direkt Fragen stellen, wenn was sein sollte. Und ich habe sicherlich viele Punkte jetzt gar nicht angesprochen, aber ich habe es die wichtigsten euch einfach mal genannt, weil das mir besonders wichtig war, das euch mitzuteilen, weil ich fand, Prag ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich werde wiederkommen. Ich glaube, ich werde auch wieder in diesem Hotel hier schlafen, weil ich einfach sehr zufrieden war. Obwohl eben in den Gästebewertungen hier im Hotel nicht so gut waren. Und ich finde es eigentlich nicht gerechtfertigt, weil gerade die Mitarbeiter hier sind alle sehr bemüht, sehr freundlich und alle sprechen Englisch. Also ist alles tippitoppi. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, dann wirst du Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal durch. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.